Wie überraschend war für Sie das Wahlergebnis? Ja, absolut überraschend. Muss man ganz ehrlich sagen, wir haben bei 4 Kandidaten haben wir mit einer Stichwahl gerechnet. Mein Team und ich, wir haben uns eigentlich auch schon darauf eingestellt. Und von der Sicht bin ich jetzt hierher gefahren, kam der letzte Wahlbezirk rein. Also ich habe nicht mitgerechnet, dass ich jetzt heute wirklich jetzt schon hier stehe und die Wahl ist schon passiert. Und von der Sicht bin ich sehr überrascht. Und wie glücklich sind Sie jetzt? Ja, die Anspannung ist einfach jetzt auch weg. Also es ist so, wenn man in so einem Wahlkampf ist, die Familie und alle stehen im Fokus. Und das hat man heute schon den ganzen Tag über gemerkt, wie die Anspannung steigt. Und ja, es fällt jetzt schon auch in gewisser Weise ein bisschen was ab. Und werde jetzt auch noch mal ein Bierchen trinken. Sehr schön. Was sind jetzt die ersten Sachen, die Sie geplant haben, die Sie umsetzen möchten als Bürgermeister von Schwetzingen? Gut, zum Ersten werde ich jetzt erstmal bei der Sparkasse auch klären, wann der Übergang sein kann. Ich habe mir den 1.4. vorgestellt. Wir haben am 28. März haben wir die Stadtverordnetenversammlung, wo die Vereidigung stattfinden soll. Da würde der 1.4. ganz gut passen. Ich bin ja aktuell schon Stadtrat und auch mit dem Willi Kreuzer zusammen machen wir ja auch die Vertretung. Das heißt, ich weiß, was auf mich zukommt in dem operativen Geschäft. Ich habe auch mal wochenweise die Vertretung gemacht. Und von der Sicht ist das Normale, denke ich mal, komme ich relativ schnell rein. Wir haben mit sehr das Thema Brauereigelände, was aktuell ist, auch im Wahlkampf ein Thema war. Das sind jetzt Themen, wo man sich schnell reinarbeitet und dann auch zu gucken, wie geht das jetzt voran. Das wird mit Sicherheit eines der ersten Themen sein. Und nochmal rückblickend, wie haben Sie den Wahlkampf so wahrgenommen? Wahlkampf war absolut fair. Auch mit dem Senel, wir sind auch befreundet, also das ist ein gutes Verhältnis. Und von deren Sicht fand ich den Wahlkampf absolut fair. Gab ein paar Dinge, die aber jetzt nicht bei mir waren. Ich habe mich auch sehr geärgert über die Verschmutzung von den Wahlplakaten beim Senel. Das sind halt so Dinge, die gehören nicht dahin. Aber das war jetzt im Endeffekt nichts, was die Kandidaten betroffen hatte, sondern wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis untereinander gehabt. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass es mehr um die Sache ging.